dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, Dominik Ernst steht bei uns. Vor wenigen Sekunden ertönte der Abpfiff hier in Zwickau. 1-0 Auswärtssieg. Was ist es für ein Gefühl, endlich den ersten Auswärtssieg zu haben, Dodo? Ja, ich glaube, heute gibt es nichts Geileres. Ich glaube, uns ist allen und ich hoffe auch allen Fans zu Hause ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, weil ich glaube, das haben wir uns verdient. Wenn man die letzten 3-4 Wochen nimmt, ist das eine klare Tendenz nach oben. Und ja, wir als Team wachsen immer mehr zusammen und heute war einfach ja, ein geiles Gefühl und hochverdient auch, meiner Meinung nach. Ja. Das Spiel glänzte nicht mit großen Chancen, muss man ehrlich sagen. Wie hast du es gesehen? Ja, ich denke, dass wir über weite Strecken haben wir doch eigentlich das Spiel bestimmt haben. Ich glaube, wir hatten vom Gefühl her 80% Ballbesitz. Aber wir waren nicht so durchschlagskräftig, weil die Räume dann eng waren. Wir haben es vielleicht dann ab und zu mal zu langsam gespielt. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass wir gleich noch einen machen. Und wir haben auch hinten nichts anbrennen lassen, außer den Kopfball, glaube ich, an die Latte. Ansonsten denke ich, ja, wie gesagt, hochverdient gewonnen heute. Es war eine lange Woche, gefühlt zumindest. Du warst Mittwoch gesperrt. Wie wichtig war es für dich, heute dabei zu sein, der Mannschaft helfen zu können? Ja, wie gesagt, ich betone es ja immer wieder, ich war lange verletzt. Aber wenn ich auf den Platz gehe, 110%, die Jungs können sich auf mich verlassen. Und ja, ich habe mich natürlich gefreut, einfach auf dem Platz zu stehen, der Mannschaft zu helfen. Und ich denke, dass wir heute einen super Job alle zusammen gemacht haben. Du bist als erstes bei Andi Müller an der Eckfahne angekommen, als der Ball im Winkel einschlug. Was hast du gesagt? Ja, das ist einfach ein geiler Typ ist, ne? Also, ich meine, wir wussten ja schon vorher, dass er einen guten Schuss hat und in dem Moment ist mir einfach wirklich 1000 Steine sind mir vom Herzen gefallen, weil ich einfach dachte, wenn wir den jetzt machen, dann brennt heute nichts mehr an und dann gewinnen wir das Spiel und ich habe einfach alles rausgeschrien, weil ich einfach glücklich war in dem Moment. Dodo, vielen Dank und alles Gute erstmal. Danke. Unser Offensivmann Sören Bertram steht bei uns nach dem Auswärtssieg in Zwickau. Sören, für dich ging es heute sehr frühzeitig in die Partie. Wie überraschend war das und wie gut tat es dir? Ja, es war schon sehr, sehr überraschend, weil ich war eigentlich gar nicht richtig warm gemacht. Ja, Sissi hat sich dann leider Gottes ja, sehr, sehr schnell verletzt. Ich musste dann sofort da sein, mich schnell umziehen und dann auch sofort aufs Spiel. Aber ich glaube, es war ganz gut, also ist mir ganz gut gelungen und ja, ich habe jetzt länger nicht spielen dürfen oder draußen gesessen. Von daher war es mega schön, mal wieder auf dem Platz zu stehen, auch mal über eine längere Zeit und dass wir uns dann mit dem Sieg belohnen konnten, ist natürlich umso schöner. Und ich glaube, wir sollten das jetzt mitnehmen. Jetzt haben wir 1-2 Tage Zeit, wo wir es ein bisschen genießen können, aber Freitag ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Meppen zu Hause und wir wollen den Sieg von heute möglichst vergolden und das, ja, da geht es dann ab Dienstag Vollgas wieder drauf hinaus. Wie wichtig war es für dich persönlich, dass du nach dem Mittwoch, wo du diesen Kurzeinsatz hattest, heute über einen längeren Zeitraum spielen konntest und wie hast du dich gefühlt nochmal? Ja, ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Wie gesagt, ohne Warmmachen war es, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja, ich glaube, unser Spiel wird generell besser. Also es war jetzt in den letzten 2-3 Spiele schon zu sehen, dass es die Automatismen so ein bisschen besser greifen. War natürlich für mich toll, dass ich heute meinen Beitrag zu leisten konnte. Wie gesagt, ich habe ja dieses Jahr noch nicht ganz so viel spielen können, aber ja, ich will jetzt auch nicht nach hinten schauen, sondern nur nach vorne. Und von daher war es heute ein gutes Spiel für mich und auch für die Mannschaft. Ganz, ganz wichtig, dass wir 3 Punkte geholt haben und so kann es weitergehen. So, und vielen Dank und gute Heimreise. Ja. Bis dann, ciao.